darf nicht länger gehen bis halb zwölf. Dann werden wir sehr lange, alle, die jetzt da gewesen sind, Kompliment, ihr habt wirklich lang ausgehabert. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Mein Name ist Hinterecker, hinter dem Eck, den letzten beißen die Hunde. Aber weil da so viele positive Leute sind, und was mich ganz gewaltig freut, wenn ich da reinschaue, es sind jetzt auch Junge da. Es sind Junge da. Und es geht um eure Zukunft. Es geht um unsere Zukunft. Aber es geht uns um die Zukunft meiner Enkel, da habe ich vier. Es geht um die Zukunft meiner drei Töchter. Und wenn ihr Jahrgänger seid von meiner Töchter, dann ist das stark und um Rede. Obwohl ich eine Viertelstunde hätte, aber ich versuche es in fünf Minuten die Kurve zu kratzen. Vor einigen Wochen im Herbst hat es geheißen, es gibt eine Demo hier am Hafen. Und dann habe ich gesagt, meine innere Stimme, Christoph, da gehst. Weil in den letzten Monaten, Sommer, Herbst, sind Dinge passiert in dieser Republik, die sind komisch, die sind schräg, die sind so, dass man nachdenken muss und die sind so, dass ich zu mir gesagt, Christoph, jetzt kannst du schnorren und heben. Und ich stehe auf, ich gehe hinaus und wenn es öffentlich ist und darum bin ich heute hier, um Klartext zu reden. Und vieles hat mich nachdenken lassen. Willst du das so hinnehmen? Als Europäer, als Österreicher, als Demokrat, als Vorarlberger, als Katholik, als Engagierter für Ausbildung in Industrie und Wirtschaft. Passt dir das so? Oder hast du ein Problem damit?